Schönen guten Tag an alle Zuschauer. Hier sind wir wieder bei Lollipop Chainsaw. Das Alupaka schießt gerade Pferde mit irgendwelchen komischen Granatkugeln ab. Stirb, Pony. Ratz. So. Ding. Witziger Skill. Gibt's hier noch was? Oh, noch ein Pilz. Oh, das gibt wieder einen Trip. Oh ja. Das wird wieder spaßig. Mal gucken, was ich jetzt für einen Mist erledigen muss. Oh Gott. Jetzt geht's los. Drei Hühner? Oh Scheiß, die waren da. Ah! Okay, mit dem Skill geht das alles hier ganz gut, wie es aussieht. Kopf Nummer 1 ab. Au. So, den Skill werde ich jetzt mal ein bisschen durchspammen, weil das macht es einfach einfacher. Die haben aber auch nicht so viel Leben wie Chat in der letzten Folge. Oder vorletzten. Letzten, vorletzten. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Mein Gott. Mit dem Alter wird man halt vergesslich. So. Stirb! Mein Gott, freaky Zombie-Hühner. Kranker Scheiß. So. Wo ist? Oh Gott! Was? Die Zombie-Hydra! Was zur Hölle? Eine Zombie-Hydra! Also eine Hühner-Zombie-Hydra! Verdammte Scheiße! Oh, dieses Mädchen ist abartig! So. Komm her! Ah, daneben, Bitch! So, und... Frack, ich war zu langsam. Komm, jetzt geht der Kopf aber ab. So, zack, dritter Kopf auch weg. Boah, ist das freakig. Okay, das war wirklich ein bisschen abgefrackt. Das gebe ich sogar zu. So, jetzt mal eben fix einen Kaffee eingießen, während der im Laden ist. So viel Zeit sollte ich ja haben. Ja, sieht gut aus. Wieder? Geil. Moment, Kaffee gießt. Und weiche den roten Fässer noch aus. Das ist jetzt Stufe 2 quasi. Oh Gott. Cool, cool. Oh, jetzt müssen wir 300 platt fahren davon. Scheiße, geil. Ich sollte nur diesen Fässern ausweichen. Das kann sonst böse Bumm machen. Die stehen jetzt auch breiter gestreut. Das ist, finde ich, echt schlecht gerade. Oh Gott. Ich würde Mähdrescher fahren. Ah! You spin me right round, right round. Wow. Ich muss jetzt hier so ein bisschen rangieren, damit ich nicht die Fässer mitnehme aus Versehen. Ich weiß nicht, ob ich dann sofort komplett Matsche bin, wenn ich da reinfahre. Oder ob es halt nur eine Arschvoll Lebensenergie kostet. Aber ich möchte es jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt testen. Darum verzeiht, wenn ich hier so ein bisschen am Kurbeln bin. Aber, ja. So, nehmen wir dies hier zum Drehen eben. Zip, 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 zip. Ich finde es einfach irritierend, dass sie da an dem Lenkrad einen rumwichst und das Ding selbst sich nicht bewegt. Das Lenkrad bleibt immer in derselben Position. Obwohl es ja doch so wieder rumschrubbt. Also das ist so ein bisschen, ne? Gut. Ach so, das ist ja als Kreisstrecke konzipiert, dass du dann, oh Gott, oben wieder rauskommst. Ich muss also nur ein paar Runden hier durchfahren und hab dann irgendwann genug Zombies. Fein. Ah, komm. Okay, Runde 2. Genießen wir auf die geile Musik.
So, diese Matsche. Die reihen sich aber auch richtig schön auf, dass man einfach durchfahren kann. Die Kurve kriege ich nicht. Das ist, wie gesagt, das ist wohl wahr. Die Kurve wird auch ein bisschen enger, wenn ich nicht aufpasse. Ja, hier nochmal ein bisschen rangieren. So, klappt doch alles. Geil. Okay. So. Dritte Runde, dann sollten wir es aber bald haben. Zack, 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 zack. So. So, komm. Hier noch weiterfahren. So. Zack, 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 zack. Schnitzel, Schnitzel. Das ist enger wieder. Nee. Fuck, da, ouch. Ich musste ja in der letzten Sekunde noch eins mitnehmen. Ach, leckt mich doch, Leute. So läuft's. Ja, so läuft's. Ich hätte mich nur echt gefreut, wenn die ganzen Zombies jemand hier platt gefahren hat und wenigstens ein paar Goldmünze gedroppt hätten. Dann hätte ich jetzt auf keinen Fall mehr finanzielle Probleme. So. Okay. Schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Also mittlerweile traue ich dem Game so ziemlich alles zu. Nach der Scheiße gerade. Okay. Oh. Hi. Oh. Sie fährt schon wieder weiter. What? What? Oh, diese Kommentare von den Leuten. Meine Fresse. Okay, ich glaube für 59 brauche ich da gar nicht erst reinschauen. So. Ih, na lecker. Na wem? Ja. Au. Hat sie dem Zombie gerade in die Eier getreten? Zombie ist tot, Zombie. Komm schon, erwische ich jetzt eigentlich alle damit? Toll. Ernsthaft? Die überleben das hier? Das wäre ja zu schön gewesen, ne? Wenn ich sie alle erwischt hätte. Oh, die Münzen sind respawned. Nur eben das bisschen noch einsammeln, dann geht's sofort weiter. Nach dem Husten. Ah, schönes Käffchen. Ups. Ups, ups, ups. Falscher Knopf. Auf, 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 auf. So. Und weiter geht's. What? Oh, Frack. Ja. Erstmal hier hinten noch. Geld ansammeln, Lolli mitnehmen. 111, Schnapszahl. Okay, dann geht's jetzt hier los. Ah, jetzt soll ich hier für die Fässer nehmen, um das dann ein bisschen einfacher zu regeln. Geht doch. So, schnipseln wir die Zombies nochmal eben hier weg. So, und es macht wieder Kabooms. Und Karooms. Nur den trifft man nicht, während er mich mit Hühnern abwirft. Kaputtes Spiel, sag ich doch. So, gut, das haben wir geschafft. Oder den Baum vernichten. Ach komm, das war jetzt aber scheiße gemacht. Die Schnittstelle hat man ja mal ultra deutlich gesehen, Leute. So. Mit einer immer noch nicht relevanten Anzahl an Münzen ignorieren wir auch diesen Shop wieder. Sitting.
Toller Anruf, danke sehr. Oh, und in der Zeit haben sie den Typen hier kaputt gehauen. Oh Gott. Oh, er war gar nicht tot, der tat nur so. Das sind noch drei von den Dicken? Ach du Scheiße. Ah, oh, Frick, hat er mich erwischt. Drrrt. Gehen wir einmal mit dem hier mit durch. Oh, die halten aber einiges aus, die Größen. Du hier. Geh aus dem Weg lieber. Sollte sich lieber gehen, als ich kaputt hauen. Ah, durch die Kärfte. Das muss wehtun. Mein Gott. So. Das waren die. Die hauen ja schon wieder auf so einen Arm. Auf so einen, ich wollte schon wieder Arm sagen, Arm Zombie ein, aber es ist irgendwie auch nicht so unangebracht, finde ich. Au. Ey, das stört mich immer voll. So, zwei erwischt. Einer ist noch. Und den hat's auch zerlegt. So. Oh. Elegant abgefangen, muss ich sagen. Jetzt komme ich hier nicht zurück. Leckt mich, ich will den Lolli da hinten haben. Scheiße. Tja, RAM-Management, ne? Wenn man mit dem Arbeitsspeicher geizen muss, dann entlädt man das Gebiet dann damit, indem man dann verhindert, dass man so zurück kann. Das kann man vor allem bei Darksiders 1 sehr schön beobachten, was ich da so gesehen hatte. Am Anfang wurde schon alles zusammenstürzt. Für dieses gespielt haben, das diente weniger der Dramaturgie, es diente mehr der Tatsache, dass man dann die Bereiche aus dem RAM laden kann, um die nächsten reinzutun. Mehr war das nicht. Sorry, wenn ich euch jetzt mit dem technischen Aspekt das Spiel verdorben habe, aber ist nun mal so. Das beobachte ich hier auch immer wieder. Oh Gott, na heilige Scheiße. Hau mal ab, Freundchen. Ach, wisst ihr was? Leckt mich, Leute. Ich mach's mir jetzt einfach und gehe hier einmal richtig schön durch. So, sammeln wir da mal noch ein paar Münzen mit ein. Ja, sammelt richtig schön Münzen mit ein. Kann ich mir gleich wieder was Schönes leisten. Haben wir so eine Glitzerjagd, die bringt doch richtig was. Oh Gott, ich habe sie vielleicht ein bisschen vorzeitig aktiviert. Da kommen nämlich noch ganz andere Mengen an Zombies jetzt gerade lang. Aber gut. Man sollte hier ja eigentlich mit den Fässern arbeiten, so wie es von den Entwicklern vorgesehen ist. Aber wozu der Aufwand? So macht's doch viel mehr Spaß. Und es gibt noch eine ganz andere Zahl an Münzen raus. Jetzt habe ich leider aufgebraucht, aber gut. Ah, siehst du, so geht's auch. So kriegt man ja auch gut was weggeräumt. Tada! Nice, also langsam, es läuft. Platinmünzen habe ich auch mehr als genug mittlerweile. 291 goldene. Nice. Nett. Also das nenne ich mal elegant gelöst. Wenn er mich fragt. So. Auf. Oh Gott, was jetzt? Huch. Oh, Frick. Der nächste. Hi. Gut zu wissen. Ups, falsche Taste. Treffen bitte, Mädchen. Und da haben wir den auch tot. Das war's, danke. Boah, nee, danke. Verzichte dankend. So. Die Schwester wieder außer Sichtweite. Ja, gut, da werde ich jetzt lang müssen. Wie wir dann da gleich lang gehen und was noch passiert, gibt's für euch dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dann, Leute. Ciao.